Guten Morgen, man ist auferstanden. Heute ist letzter Tag, glaube ich. Und heute ganz, ganz viel Bahnfahrt und sowas machen. Das werden wir heute machen. Wir gucken uns hier Natururin an. Seht ihr das? Das gucken wir uns gerade an. Wir laufen jetzt zum Bahnhof oder wie das heißt. Der Zug kommt gleich. So, wir sind jetzt hier in diesem verschmierten Bahnhof. Und wir gleich kommt Zug. Und dann müssen wir eine ganz lange Zugfahrt machen schon wieder. Aber dann endlich wieder Bremen. Endlich wieder Hamburg. Ja, du freust dich ja auf Hamburg, aber du freust dich nicht auf Bremen. Ja. Ja. Mir hat es hier viel besser gefallen. No. Voll die netten Leute hier. Ja. Also, guck mal, der Zug, der kommt schon an. Ciao. Ciao. Hab mich sehr gefreut. Wir schreiben. Ja. Wir sind drin. Guck mal, Flatti. Da oben. Ja. Da ist eine Vollfettbrücke. Guck mal, wir sind hier an dieses eine Eisenach oder wie das heißt angekommen. Hier steigen wir gerade um. Guck mal. Da hinten ist ein Kaufland oder wie das heißt. Und ich fährt da, wir haben, weiß nicht, halbe Stunde Umsteigzeit oder so. Das heißt, ich werde jetzt bei diesem Kaufland Bier kaufen gehen. Das werde ich jetzt machen. Währenddessen Flatti hier auf die Sachen aufpasst. Das werde ich machen. Oh Scheiße, ich bin eben gerade umsonst nach da drüben hingelaufen, wo dieser Kaufland ist oder wie der heißt. Und ich hab vergessen gehabt, dass wir heute Sonntag haben. Und deswegen. Und deswegen kaufe ich jetzt Bier im Kiosk, was der da drin ist. So, hier vorne ist ein Kiosk oder wie das heißt. Und ich werde da jetzt Bier kaufen gehen. So, ich war gerade beim Kiosk einkaufen und ich habe mir ein Träger Bier und ein Brötchen geholt. Aber guck mal, hier, unser Zug, der wartet auf uns schon, auf uns. Und deswegen laufen wir jetzt erstmal da rein. So, der Zug ist losgefahren. Das heißt, wir fahren jetzt, keine Ahnung, Webrau oder wie diese Ortschaft heißt. So, wir sind jetzt gerade hier in dieses Bebrau oder wie das heißt angekommen. Und hier haben wir ein bisschen Umsteigezeit. Das heißt, gleich ein Umsteigebier trinken. Wenn wir gleich eine Bank gefunden haben. Dieser bärtige Mann und ich, wir sitzen hier rum. Umsteigbahnhof, ich weiß nicht, 40 Minuten oder so. Und
erstmal darauf ein Bier trinken. Und ich trinke darauf Red Bull. Oh, hab ich verhakt. Jetzt aber. Geprost. Geprost. Es gibt nichts Besseres als eine Umsteige Red Bull. Junge, was stimmt mit der Bahn nicht? Kannst du die Güter zu? Der Güterzug, der sieht voll lang aus und sowas. Der geht bis nach der ganz hinten hin. So. So, wir müssen jetzt langsam wieder rüber zum, wie heißt das Ding nochmal? Bahnsteig. Ich glaube, hier vorne ist ein Lift. Also dieser Lift hier, da fahre ich jetzt runter. Und dann gleich zu diesem versifften Bahnsteig draufkommen. Das machen wir jetzt. So, hier, unser Umsteigzug wartet schon auf uns. Das heißt, wir werden jetzt hier einsteigen. Flatti, der Zug fährt. Sehr schön. So, wir sind jetzt in Göttingen angekommen, oder wie das heißt. Und hier machen wir jetzt schon wieder einen Umstieg. Ja, und ich sehe gerade, unser Zug 19.04 Uhr fällt leider aus. Oh Scheiße. Ja. Das heißt, ich guck mal kurz. 20.09 Uhr wäre erst der nächste. Oder wir leider quer durchs Landticket haben, können wir uns leider nicht den Fernverkehr frei stempeln lassen. Oh Scheiße. Ja. Also heißt, du kommst noch heute nach Bremen nach Hause, ich komme nicht mehr nach Hamburg. So, jetzt wo wir hier eine Stunde gefangen sitzen, weil dieser Zug ausgefallen ist, ich habe mal ein Bier aufgemacht gerade. Und jetzt sitzen wir hier eine Stunde rum und machen nichts. Und warten, bis der Zug nach dem ausgefallenen Zug dann hier ankommt. Das ist voll scheiße. Das ist ärgerlich, oder wie das heißt. Flatti? Er trinkt schon wieder Energy. Ja. Die Energie brauche ich auch, wenn ich erst um 4:30 zu Hause bin. So, in 20 Minuten oder so fährt der Zug los und ich werde jetzt erstmal hier da vorne beim Burger King einkaufen gehen. Weiß ich nicht, irgendwie Cheeseburger oder so etwas. Genau, das werde ich jetzt kaufen. So, ich habe gerade vom Burger King geholt und unser Zug, der wartet schon auf uns. Das heißt, wir werden jetzt in diesen Zug einsteigen. So, man sifft hier an diesem versifften Zug hier rum, sitzend. Genau. Weil hier sind keine Stühle und sowas. Deswegen sitzt man hier rum. So, wir sind gleich in Hannover angekommen und wir haben was mit dem Schaffner besprochen. Wir konnten sozusagen die Fahrkarte teilen. Das heißt, von hier aus fährt Flatti bis nach Hamburg nach Hause und ich fahre von hier aus nach Bremen nach Hause. Ohne wegen dieser
wie heißt das Ding? So, der macht hier noch eigene Dokumentation. Ja. Wegen dem Zugausfall, genau. So, ich sitze jetzt hier Bier trinkend in Hannover rum. Flatti ist schon gefahren, sein Zug ist schon gefahren, deswegen sitzt er da drin und fährt jetzt nach Hause. Und ich muss noch lange warten, bis mein Zug fährt. Der kommt, weiß ich nicht, vielleicht in einer Dreiviertelstunde oder so. Und solange ich auf meinen Zug warte, trinke ich jetzt ganz entspannt ein Bierchen. Also diese lange Bahnfahrt, die nervt mich. So, ich habe eben gerade hier rumgesessen und mein Bier ist ausgetrunken. Und jetzt werde ich so langsam wieder zurück zum Bahnhof hinlaufen. Da, wo die ganzen Züge fahren und sowas. Und ich werde mich dann langsam zum Bahnsteig hinbegeben und auf meinen Schmierzug warten, bis der dann fährt und mit mir dorthin fährt, nach Bremen. Das werde ich jetzt machen. Also sieht man sich gleich, wenn ich gleich hier auf diesem Bahnsteig wieder oben drauf bin. Guck mal, wie freundlich hier mein Zug hier vorbeigelaufen fährt. Ich muss hier einsteigen. Der fährt nach Bremen oder so. Genau, guck mal, weil das hier drauf steht. Deswegen fährt er mich gleich nach Bremen. Ich bin im Zug drin. So, ich bin jetzt in Bremen-Sebaldsbrück oder wie das heißt angekommen. Ich weiß auch nicht, warum der hier anhält, aber das ist halt heute so. Finde ich gut, weil dann kann ich von hier aus, von Bremen-Sebaldsbrück, nach Hause zu Fuß laufen. Und nicht vom Bahnhof oder so und dann mit der Straßenbahn oder so. Das finde ich viel besser, von hier aus nach Hause zu kommen. So, ich bin von diesem Bahnhof Sebaldsbrück rausgelaufen und jetzt habe ich meine versüffte Maske, die ich richtig voll versüfft habe, wo die ganzen Insekten und Maden und Bakterien, Tiere, Viren und Würmer und sowas drauf gewachsen sind. Den habe ich endlich entfernt und ich habe jetzt ein Heimwegsbier aufgemacht. Damit ich Bier trinkend nach Hause laufen kann. So, ich habe gerade mein Heimwegsbier ausgetrunken. Und das dauert nicht mehr lange, bis ich zu Hause angekommen bin. Und von daher würde ich sagen, man sieht sich gleich, wenn ich gleich wieder zu Hause angekommen bin. Bis gleich. So, ich bin schon wieder zu Hause angekommen und ich habe gerade Duschen gemacht. Und das war voll cool Zeit in Hildburghausen gewesen. Gerne nochmal prüfen, wann ich das nächste Mal wieder in Hildburghausen bin. Da bin ich sehr gespannt drauf. Aber eins steht fest, ich werde jetzt erstmal ein paar Tage Bierpause machen. Das ist ganz wichtig, weil das war die letzten Tage ein bisschen viel gewesen. Aber trotzdem, das hat auf jeden Fall wieder eine Freude zubereitet. So viele Tage durchgängig angesoffen zu sein. Aber ja gut, manchmal muss das sein. Und hier Ramses, Flatti und Mans Haulwurf, die haben die Tage auch verfilmt gehabt. Wobei, so wie ich richtig verstanden habe, hat Mans Haulwurf, glaube ich, seine Kamera verloren gehabt. Was extrem ärgerlich ist. Also zumindest, wenn ich das jetzt richtig mitbekommen hatte. Ramses macht, glaube ich, auch eine gesamte Videoserie daraus, aus diesen Tagen. Das heißt, falls Ramses seine Videoserie vor diesem Video hier fertig sein sollte, dann werde ich den in der Endcard bzw. im Abspann verlinken und in der Beschreibung werde ich den auch verlinken. Genau, extra damit ihr da draufklicken könnt. Und die Videoserie aus Ramses seiner Sicht fortführen könnt. Und hier, und Flatti hat ein paar kürzere Videos gemacht. Da könnt ihr auch vorbeischauen.
Link zu allen drei Kanälen ist auch unten in der Beschreibung verlinkt. Und ach ja, Thema Surströmming. Ich hatte ja diese Dose die ganze Zeit dabei gehabt und ich wollte den auch eigentlich in Hildburghausen mit mehreren Leuten probieren. Und das wäre voll cool gewesen, aber aufgrund dessen, weil ich an keinem Tag nüchtern war, hatte ich irgendwie keinen Tag gefunden, wo ich mich so richtig bereit dazu gefühlt hatte, das auszuprobieren. Ich bevorzuge es extrem, die Surströmming im komplett nüchternen Zustand auszuprobieren. Und deswegen mache ich das irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt mit irgendeinem Freiwilligen. Ich glaube, genau so mache ich das. So, ich werde jetzt die Videos rüberziehen und dann mich erstmal schlafen legen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer verschissener Natururin. Ich will mit dir ein Bier trinken, beziehungsweise nicht nur ein Bier, sondern ganz viel Bier trinken. So viele Bierflaschen wie hier, so viel will ich mit dir trinken. Ich bin gerade am Fressen, aber weil meine ganzen Bierflaschen im Weg stehen und ich meinen Teller nicht abstellen kann, muss ich so fressen.